Manchmal lässt dich Allah machen, weil du nicht anders lernst. Dann fällst du auf die, samahni, dass ich so rede, auf die Schnauze. Und dann heulst du rum. Und dann sagt man dir, siehst du, du lernst wieder nicht daraus. Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich wieder machen. Du fliegst wieder auf die Schnauze. Aber irgendwann mal musst du lernen. So wie das Kind, es lernt sich an seine Mutter festzuhalten bei den ersten Schritten. Es fällt, weint, hält sich an seine Mutter. Es fällt, weint, dann hält er sich an seine Mutter. Was machen die ersten Schritte mit seiner Mutter? Was fühlt er? Sicherheit. Weil er weiß, da ist jemand, der hält ihn. Bis er alleine gehen kann. Und so ist der Mu'min in Bezug mit Allah. Wenn er hingefallen ist, bindet er sich an Allah, er hält sich an Allah fest. Bis er das Gehen gelernt hat. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich auch gehen. Weil du gelernt hast, mit Allah zu gehen.